genau. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar zu einem ganz besonderen Video. Seitdem mein Bruder denken kann, wünscht er sich einen Hund. Natürlich ich auch. Ich wohne noch bei meinen Eltern. Aber mein Wunsch geht zum Teil natürlich auch in Erfüllung. Denn es kommt ein neues Familienmitglied zu uns. Und zwar sind wir gerade unterwegs, um unser kleines Baby abzuholen. Und zwar den Ruffy. Wir haben sehr viel, wir haben sehr intensiv nach diesem Hund gesucht. Beziehungsweise erstmal natürlich überlegt, was für eine Rasse es sein soll. Dein Wunsch war es eigentlich immer, einen Jack Russell zu haben, oder? Jack Russell oder so ein Zwergpinscher. Aber meine Schwägerin ist gerade leider nicht da, weil sie muss arbeiten. Wir fahren gerade 250 Kilometer, um den Kleinen abzuholen. Wir haben auch darauf geachtet, dass dieser Hund keine Haare verliert. Und zwar ist es ein Maltipoo, eine Mischung aus einem Malteser und einem Tollpudel. Genau, und dann haben wir die Anzeige gesehen und sofort dort angerufen, weil es hat mich einfach umgebracht. Der war einfach zu süß. Dann sind wir vor ein paar Tagen sogar hingefahren und haben ihn uns erstmal angeschaut, aber da war er noch zu klein, hatte neu seine Impfung. Da wollte sie den noch nicht abgeben. Wohin fahren wir eigentlich? Na? Nähe Hof. Ja, und jetzt sind wir schon eine gute halbe Stunde unterwegs und ich melde mich dann, wenn wir dort sind. Oder bleibst du vorne? Das habe ich mir auch schon überlegt. Eigentlich vorne bist du auch Maske. Also ich tendiere schon drauf, dass du mit dem Winter setzt. Dann kannst du neben dich auch lassen. Wenn ich merke, der will runter, dann kann ich ja hier die Decke hin tun und dann hinterrutschen einfach. Ist besser als hier. Hier ist selbst so nach hinten gelehnt. Wir sind jetzt gleich da und unser kleiner Ruffy ist in einer richtigen, schönen Gegend aufgewachsen. Andere packen so Babygeburtstaschen. Wir haben für den Kleinen die Decken mit drin und ein bisschen Leckerlis, Abwischtücher. Dann haben wir noch Trainingspads fürs Auto. Richtig süß. So Leute, guckt mal, hier ist das Zuhause von unserem kleinen Baby. Und hier hinten ist schon die Mama. Oh nein, ich zeige euch mal die Süßen. Hallo, ihr süßen Mäuschen! Wir haben unser Baby geholt. Jetzt fahren wir gerade auch zurück. Wir sind auch schon in einer Stunde da. Wir sind jetzt kurz noch an der Tankstelle. Wollt ihr es wirklich sehen? Ich weine doch. Das ist Ruffy. Hallo, Ruffy. Sag mal hallo. Der ist so goldig. Du bist so goldig, gell? Dann haben wir ihn hier noch. Wir haben hier jetzt noch ein Trainingsbett hingestellt mit Futter und Wasser. Oh nein. Willst du zu Mama? Willst du zu Mama? Junge. Okay, das hat ihm jetzt nicht gefallen. Der wird immer auf den Schoß. Das ist Wahnsinn. Ich hätte dich nicht gedacht. Ich habe eher umgekehrt gedacht. Ich habe gedacht, wenn wir ihn auf den Schoß nehmen, er will nicht. Schau. So gut. So, heute ist der 2.6. Und heute habe ich auch Geburtstag. Mein Bruder hat auch Geburtstag, für die, die es nicht wussten. Wir haben am selben Tag Geburtstag mit 10 Jahren Unterschied. Wir gehen zu meinem Bruder. Dann nehme ich euch dort natürlich auch mit. Ich habe jetzt schon Ruffy so vermisst, also ich kann es kaum abwarten, ihn jetzt wieder zu sehen. Dann würde ich sagen, ist die nächste Szene mit Ruffy. Yes, yes, yes.
Hanni Köpek sehr mehr wie das war, oder? Sie liebt ihn mehr als wir alle zusammen. Also kurz ein paar Sachen, wieso es Russell geworden ist. Meine liebste Schwägerin. Spaß, du hattest eine Bedingung. Was war die Bedingung? Er darf nicht haben. Genau. Und ein Malchu, also Malteser und Tollpudelmischling, die haaren halt gar nicht. Gell? Übrigens ist der 8 Wochen alt und er ist kleiner als seine Geschwister. Ist das nicht herzzerreißend? Er ist einfach ein Engel. Also das ist so krass, wie viel Liebe ein Hund einem schenken kann. Hättest du auch nicht gedacht. Nein. Auf jeden Fall, wie gesagt, sind wir heute bei meinem Bruder. Wir haben Lasagne gemacht. Ich war einmal um den Block mit ihm spazieren und bin jede 100 Meter stehen geblieben. Weil irgendjemand ihn immer süß fand. Gell? Heute schon der 3. Juni. Also gestern Abend haben wir den Abend noch bei meinem Bruder verbracht, beziehungsweise ich bin sogar dann noch spontan dort geblieben. Der hat bis 4 Uhr durchgeschlafen und dann hat er angefangen zu winseln, habe ich ihn rausgebracht, ist er aufs Klo gegangen. Ich lobe ihn immer so richtig, als hätte er irgendeinen Preis gewonnen. Der freut sich dann immer so richtig krass. Und dann habe ich ihn wieder in sein Bettchen gelegt, beziehungsweise er ist selber dahin gegangen. Aber sobald du nicht da bist, weint er halt schon wieder direkt los. Der winselt dann immer so süß. Aber ich habe ihn halt trotzdem nicht ins Bett geholt, weil sonst gewöhnt er sich halt dran. Nein. Nein. Komm, ins Bettchen. Komm her. Mach ab. Nein. Und dann hat er mich nochmal um 5.30 Uhr oder so geweckt. Oder kurz vor 6. Habe ich ihn wieder kurz rausgebracht und dann haben wir auch ein bisschen gekuschelt. Da war es eh schon früh und der war schon hellwach. Ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß dran, den kleinen Ruffy zu sehen. By the way, ja, er heißt wegen One Piece Ruffy, weil mein Bruder ist halt ein Fan von One Piece. Aber ich muss ehrlich sein, der Name passt richtig zu ihm. Vielen Dank fürs Einschalten. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Bye, bye.